Also ich war schon von klein auf immer holzaffin, das heißt, ich habe schon als kleiner Bub immer Tischler werden wollen. Somit war Holz immer ein ganz zentraler Werkstoff in meinem Leben. Wie wir zu dem Thema Stammdesign gekommen sind, war ein bisschen Zufall auch, ja, oder es passiert eigentlich nichts richtig durch Zufälle, aber wir haben einfach mal vor einer Zeit, vor 10 Jahren versucht, etwas zu machen, zu produzieren, wo der Wert vom Preis bei den Menschen im Fokus steht. Und wir wollten ein zentrales, spannendes, schönes Möbelstück bauen und somit sind wir eigentlich zum Tisch gekommen, was ja innerlich immer bei mir schon einer meiner Lieblingsmöbelstückchen waren. Und dass ein Tisch nicht immer rechteckig sein muss und nicht immer irgendwie nach Normen und sonstigen Dingen, haben wir gesagt, wir lassen den Baum und die Tischplatten einfach so, wie die Natur und der Baumstamm es gewollt hat und versuchen, den einfach modern mit unseren Glaselementen zu interpretieren. Das ist jetzt 10 Jahre her. Wir sind jetzt im 10. Jahr mit unserem Projekt und wir haben jetzt wirklich von einem Hobby das wirklich zu einer vollständigen, vollwertigen Tätigkeit entwickelt.